Hallo liebe Leser, wir melden uns live von der E3 2004, einer Messe ohne echte Überraschungen, aber auch ohne richtig schlechte Spiele. Ja, wir schauen einfach mal rein und sehen, was es dort zu sehen gibt. Ego-Shooter gab es auf der Messe wahnsinnig viele zu sehen, vor allem mit Weltkriegsszenario. Am besten hat uns gefallen Brothers in Arms von Ubisoft. Ja, wir schauen mal. Wenn uns der nette Wachposten hier reinlässt, dann zeigen wir euch das Spiel jetzt auch. No choice. Now I've got 13 soldiers under my command. An den Fronten des Zweiten Weltkriegs spielten sich unbeschreibliche menschliche Dramen ab. Diese wird es auch in Ubisofts neuem Taktik-Shooter Brothers in Arms geben. Denn in diesem Spiel zieht man nicht allein oder mit Namen und gesichtslosen Statisten in die Schlacht, sondern mit 20 Hauptcharakteren, die jeweils eine ganz eigene Persönlichkeit haben und dem Spieler somit im Laufe der Zeit ans Herz wachsen. Und deshalb wird dieser sehr durchdacht spielen, denn jeder falsche Befehl kann einen virtuellen Kampfgefährten das Leben kosten. Um ein taktisch kluges Vorgehen zu erleichtern, gibt es in Brothers in Arms ein sehr einfaches Kommandosystem, mit dem die eigenen Mannen schnell und genau in der Schlacht kontrolliert werden können. Um ein möglichst authentisches Ergebnis zu erreichen, wurde ein pensionierter US-Colonel als Berater hinzugezogen. Das Ergebnis kommt voraussichtlich Ende diesen Jahres in die Läden. Basically, we want to grab them by the nose and kick them in the ass. So your fire team puts fire on the enemy, suppresses them. And then your assault team maneuvers. Notice these soldiers are like real soldiers. They don't wait till you tell them what to do. They do things on their own. They'll throw grenades. They'll duck. And you got contact front. Now this is our situational view. From this view, you can get a feel for what the tactics are. You didn't have the experience from the left. What do you think's going to happen? We're going to lose everybody. So we're going to have to try another thing. That's a German MG42 machine gun. Watch it, peeking around this corner here. There's a crowd. He doesn't see you. Get some help there. Get some help. Okay, Leggett should help you out here. He's got the carbine on the side of the wall. Am Sony-Stand wagten wir uns natürlich auch in die Killzone vor.
Die gezeigten Levels des Shooters bestachen mit intensiver Atmosphäre und liefen bemerkenswert flüssig. Auch die Online-Variante schien schon recht gut zu funktionieren. Während man als Einzelspieler mit drei computergesteuerten Waffenspezialisten in die Schlacht zieht, schließt man sich im Mehrspielermodus zu Teams zusammen, um zum Beispiel Deathmatches auszutragen. Mit 25 Waffentypen hält man dabei seine Gegner auf Trab. Noch packender wird die Stimmung freilich, wenn man sich per Headset mit seinen Teamkollegen besprechen kann. Is different here. You know, you have like more like tense moments. You know, you got like sniper elite sections, and you have to use cover to great extent to traverse your way, to fight your way through different streets. And some great stuff. Cry kommt auf die Xbox. Der PC-Erfolgstitel wird aber nicht nur umgesetzt, es wird auch zahlreiche Neuerungen geben. Beim Überlebenskampf auf der Söldner- und Mutantenverseuchten Insel stehen Held Jack Carver neue Hilfsmittel zur Verfügung, wie zum Beispiel der Xbox-exklusive Jetski. Aber er muss auch mehr leisten. Neue Spielbereiche fordern den Charterkapitän zusätzlich. Eine verlassene Mine, ein Meerwasserlabor und weitere Orte, die es in der PC-Version nicht gab, gilt es zu erkunden. Der mitgelieferte Editor bietet den Spielern außerdem die Möglichkeit, eigene Karten zu erstellen. Diese können dann via Xbox Live oder Splitscreen gemeinsam mit Freunden im Multiplayer-Spiel erkundet werden. Somit ist Far Cry Instincts weitaus mehr als nur eine einfache Umsetzung und bietet gegenüber der PC-Version einige Neuerungen.
Obwohl es am Ubisoft-Stand eine Menge interessanter und erstklassiger Titel zu sehen gab, war doch einer dabei, der alle anderen übertroffen hat. Die Rede ist von Sam Fishers drittem Schleichabenteuer. In einer knapp 20-minütigen Präsentation gab es nicht nur eine ganze Reihe neuer Moves zu sehen, sondern auch gelungene Animationen und geniale Grafikeffekte, fantastische Licht- und Schattenspiele inklusive. Sam verfügt jetzt unter anderem über deutlich verbesserte Nahkampffähigkeiten und schaltet Gegner so auf verschiedene Arten aus. Optisch wie spielerisch beeindruckend war auch die Mehrspieler-Action, die unter anderem einen durchdachten und spannenden Kooperativmodus bieten wird. Der Titel wird im Winter erst einmal für PC erscheinen. Obwohl Ubisoft sich dazu noch nicht äußern wollte, ist eine Veröffentlichung für Xbox und PlayStation 2 kurz darauf sehr wahrscheinlich. EAs Fortsetzung der Timesplitters-Serie lässt den Spieler wieder einmal durch die Zeit reisen. In den Jahren 1920, 1960, 1990 sowie in der Zukunft heizen sie den Schergen der fiesen Timesplitters ein. Die jeweils adäquaten Waffen, Landschaften und Gegner sorgen für Abwechslung in dem ansonsten geradlinigen Shooter. Herzstück des Spiels sind aber wieder die zahlreichen abgefahrenen Mehrspieler-Modi. Ein Level-Editor, die Möglichkeit, online Karten auszutauschen und ein PS2-exklusiver Online-Mehrspieler-Modus runden das Ballervergnügen ab.
25 to Life wird wohl kein Spiel für Zartbeseitete. Der Shooter dreht sich um knallharte Scharmützel zwischen Polizei und Straßengangs. Zurückhaltung ist hier fehl am Platze. Mit einem großen Arsenal an verschiedenen Schießprügeln wird die Straße zum Schlachtfeld erklärt. Gehen Sie den Geheimnissen der Area 51 auf den Grund. In Midways neuem Shooter tun Sie genau das, und zwar mit hoher Waffengewalt. Von Alienmassen attackiert, setzen Sie sich mit allerhand Schießprügeln zur Wehr. Die drei Kriegsparteien USA, China und die Koalition des Mittleren Ostens tragen in einer nahen Zukunft ihre Schlachten mit topaktuellen Waffensystemen aus. Battlefield Modern Combat bringt diesen Konflikt als satte Mehrspieler-Action auf die PlayStation 2. Bis zu 24 Spieler kämpfen mit über 30 Luft-, See- und Landfahrzeugen auf den abwechslungsreichen Karten und bekämpfen sich mit 70 Waffensystemen. Sollte ein Spieler ein Gefecht überleben, gewinnt seine Spielfigur an Erfahrung und Rang und erhält damit Zugriff auf noch aktuellere Waffen. Die dunkle Seite des James-Bond-Universums ist das Thema von GoldenEye. Als angehender Doppel-Null-Agent mit Codenamen GoldenEye sind sie auf die schiefe Bahn geraten und haben sich vom Gangsterboss Goldfinger anheuern lassen, um für ihn gegen bekannte Filmhelden wie Dr. No, Scaramanga oder Pussy Galore zu kämpfen. Neben der umfangreichen Kampagne wird GoldenEye mit diversen Deathmatch-Modi und teambasierten Missionen für Spielspaß sorgen. Mein Name ist Peter Hirschman. Ich arbeite bei LucasArts im Mercenaries Team. Mercenaries ist ein aufregendes neues Spiel von Pandemic Studios, das im Februar 2005 auf PlayStation 2 und Xbox erscheinen wird. Wir nennen Mercenaries den Spielgarten der Zerstörung. Es wird eine Kampferfahrung, die Konsolenspieler nie zuvor gemacht haben. Es gibt Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge und Jeeps, einfach alles, womit man zerstören kann. We put the player into a big open-ended environment where they can do anything they want. They can drive or hijack any vehicle that's in the game. So you can hijack helicopters. Wir setzen den Spieler in eine Welt, in der der Spieler jedes Fahrzeug fahren oder entführen kann. Die künstliche Intelligenz kämpft und fährt genauso auf den Landschaften. Daher hat man eine Menge Spaß. Es ist ein Spiel, in dem man Stunden in einem kleinen Bereich der Karte verbringen kann, ohne eine einzige Mission zu lösen. Und das Spiel hat 52 Missionen. Mercenaries spielt ein paar Jahre in einer Zukunft, in der Nordkorea die entmilitarisierte Zone besetzt hat. Die ganze Gegend ist im Chaos und Abschusscodes der Nuklearwaffen sind verschollen. Man arbeitet für eine private Militärgesellschaft, die diese Codes wieder finden soll und die Welt vor der großen Explosion bewahren soll. Wie man diesen Job erledigt, bleibt dem Spieler überlassen. Man kann auf der guten Seite spielen, den Vereinten Nationen helfen, oder man kann auf der Seite der russischen Mafia kämpfen.
kämpfen. Das ist die Art von Spielen, auf die Leute wie ich seit Jahren warten. Es ist dieser gigantische Spielplatz, auf dem man mit all diesen Kriegsspielzeugen spielen kann. Schon als Kind hat man mit solchen Sachen gespielt. Und hier bekommt man die Helikopter, die Panzer und sogar die Spielkameraden in voller Größe. Das macht riesig Spaß. Depending on what term you want to use. And I just have all these war toys. You know, so I used to play army toys when I was a kid, and here I get it full scale. I've got jeeps and helicopters and tanks and guys that'll fight with me on my side. They'll do what I ask them to do. You know, I say, hey, come along, let's go on this mission. Mercenaries dürfte das erste PlayStation-Spiel mit der Havoc Physik Engine aus Half-Life 2 sein. Sie ermöglicht wundervolle Effekte. Gebäude stürzen ein, ein gesprengter Jeep kullert die Straße hinab oder ein Hubschrauber stürzt in ein Haus. Man bekommt ein tolles Feedback auf all seine Taten. Zusammen mit den 52 Missionen, mit dem Geld verdienen und Geld ausgeben, werden die Leute das Spiel sehen und erkennen, dass sie schon lange darauf gewartet haben und es bald auf PlayStation 2 und Xbox kaufen können. I think people see it and it's the game I've been waiting for you know all my life, and to be able to have it on a PS2 and an Xbox I think is a dream come true for a lot of people. Dieser neue Ego-Shooter von Crystal Dynamics überzeugte durch Non-Stop-Action, geniale Effekte und brachialen Sound. Man übernimmt die Rolle eines genetisch veränderten Soldaten, der seinen Widersachern in einem fiktiven Bürgerkrieg mit coolen Hightech-Gadgets, diversen Superkräften und einem eindrucksvollen Waffenarsenal zusetzt. Neben einer abwechslungsreichen Solo-Kampagne bietet der actionreiche Shooter einen umfangreichen Online-Modus für bis zu 16 Spieler. Basierend auf der gleichnamigen Comicserie dreht sich A Hundred Bullets um einen mysteriösen Agenten, der seinen Klienten die Mittel verschafft, bittere Rache an ihren Peinigern zu üben. In den Rollen zwei verschiedener Hauptfiguren kommen sie den wahren Motiven von Agent Graves auf die Spur. Mit Außenansicht und 40 neu gestalteten Missionen schwimmt der Unterwassershooter Aquanox vom PC auf die PlayStation 2. Als U-Boot-Kapitän sucht man nach Geld und Abenteuer, doch man findet nur zahllose Feinde. Wie in einer Raumschiffsimulation löst man diese Probleme mit Waffengewalt.
Im Mittelpunkt von Dead to Rights 2 steht wieder Jack Slade, der sich mit Hieb- und Schusswaffen durch den Moloch von Grand City kämpfen muss. Die Fähigkeit, sich in Zeitlupe zu bewegen, verschafft ihm in Gefechten einen entscheidenden Vorteil. Ob der Titel in Deutschland erscheinen wird, ist noch nicht sicher. Trotz der zugrunde liegenden Filmlizenz entpuppte sich Bandais Ghost in the Shell als reiner Third-Person-Shooter. Das schnelle Actionspiel versetzt den Spieler in ein Tokio im Endzeit-Look und umringt ihn mit zahllosen Gegnern. Vom Film blieb leider nichts mehr übrig. In der Welt von Monster Hunter leben die Menschen zusammen mit Kreaturen und Monstern jeglicher Art, allerdings alles andere als friedlich. Der Spieler nimmt Aufträge an, jagt Monster und beschützt Städte. Im Laufe des Spiels bekommt er immer bessere Ausrüstung und kann neue Bereiche der Spielwelt erkunden. Als Gegenspieler von Arnie hat der Predator Weltruhm erlangt. Bald wird man in die Haut des erbarmungslosen Jägers schlüpfen können. Dieser kämpft gegen eine Straßengang, die ihn entehrt hat. Und bei seiner Rache ist der Predator nicht gerade zimperlich. In Shellshock Nam 67 verschlägt es sie erneut in die grüne Hölle von Vietnam. Im Gegensatz zu anderen Spielen zeigt dieser Titel das wahre, erschreckende Gesicht des Krieges. Es geht also nicht um Ruhm und Ehre, sondern ums nackte Überleben. Harter Tobak. Das Spiel zur mehrfach ausgezeichneten TV-Serie The Shield versetzt sie in die Rolle von Vic McKay, einem Polizisten, der die Grenzen des Gesetzes überschreitet. Eine Anzeige für ihren Ruhestandsbesitz führt sie ständig in Versuchung, Beweismittel zu unterschlagen. Wenn sie Verdächtige zu hart anfassen, riskieren sie Probleme mit der Dienstaufsicht. In Ghost Recon 2 führen sie eine verdeckt arbeitende Spezialeinheit des Militärs, die in einem fiktiven Szenario in Nordkorea operiert. Die Hintergrundgeschichte von Tom Clancy soll knisternde Spannung bieten. Um ihr Ziel zu erreichen, stehen ihnen fortschrittlichste Waffen und Geräte zur Verfügung.
In Time Crisis, Crisis Zone müssen Sie mit der Lightgun allerhand fiese Kerle ausschalten. Mit extra Spielmodi und neuen Gegnern soll der neueste Time Crisis Teil sich vom Vorgänger abheben. Eine Besonderheit ist, dass man auch mit zwei Waffen spielen kann. In diesem Minikino hinter mir gab es die ersten Bilder von Destroy All Humans zu sehen, das von Pandemic entwickelt wird und über THQ in Deutschland erscheint. Wir schauen uns dieses coole Actionspiel einfach mal genauer an. Ein Herr in Schwarz klärte uns am THQ-Stand über ein brisantes Thema auf. Eroberer aus dem Weltraum. In Destroy All Humans sind kleine, bösartige Untertassenpiloten bereits mitten unter uns. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Außerirdischen samt aller dazugehörigen Klischees. Er tarnt sich als Erdenbewohner, kann Gedanken lesen, Personen per Geisteskraft durch die Luft schleudern und mit verheerenden Blastern rösten. Eine recht originelle Spielidee. In London ist die Hölle los bei Black Monday, der Fortsetzung zu The Getaway. Die Geschichte verläuft unabhängig von der des ersten Teils. So stehen diesmal drei neue schlag- und schießfreudige Figuren im Mittelpunkt. Ein Gauner, ein Cop und ein junges Mädchen. Kampfsystem und Animationen wurden aufpoliert, der Fuhrpark aufgestockt. Einen Schönheitspreis gewinnt der bleihaltige Krimi mit seinen vernebelten Horizonten trotzdem nicht. Übrigens können sich die Helden noch immer durch einfaches Anlehnen an eine Mauer heilen. Ob dieses Feature in der finalen Version noch enthalten sein wird, ist nicht sicher. Am Namco-Stand gab es zwar noch keine spielbare Version von Tekken 5 zu sehen, aber immerhin schon einen ausführlichen Trailer. Viel Spaß damit!
Im neuesten Teil der Mortal Kombat-Reihe geht es wie gewohnt in erster Linie darum, seine Gegner möglichst schnell unschädlich zu machen. Dies gelingt mit allerhand Kombos und Spezialattacken. Aber es gibt mehr als nur das. In einem Tetris-ähnlichen Spielmodus bekämpfen sie den Opponenten nicht direkt, sondern durch geschicktes Abbauen der farbigen Blöcke. Außerdem gibt es eine Art Kampfschach, bei dem die Spielfiguren mittels Faustkämpfen geschlagen werden. Ratchet und sein Blechkumpan Clank lassen in Up Your Arsenal wieder nach allen Regeln der Kunst die Fetzen fliegen. Freunde des quirligen Duos dürfen sich auf krachende Gefechte und Effektgewitter einstellen. Und diesmal steigt das Feuerwerk auch online. Bis zu 8 Teilnehmer sollen gleichzeitig mitmischen können. Headset-Unterstützung und Chatrooms sind ebenfalls angekündigt. Nina Williams, bekannt aus der Prügelspielserie Tekken, bekommt ihr eigenes Spiel. Death by Degrees heißt es und soll mit besonders ansprechenden Kämpfen aufwarten. Dazu wurde ein 360-Grad-Kampfsystem entwickelt. Dieses soll es möglich machen, hunderte verschiedene Attacken in alle Richtungen auszuführen. Erinnern Sie sich noch an The Mark of Kree? Dabei handelt es sich um ein actionreiches Fantasy-Epos aus dem Jahr 2002, das in Deutschland nie auf den Markt kam. Auf der E3 begutachteten wir den Nachfolger. In Rise of the Khazai steuern Sie sowohl den ursprünglichen Helden Rau als auch seine inzwischen erwachsene Schwester. Beide Figuren unterscheiden sich stark durch ihre Kampftechniken und moralischen Einstellungen. Besonders interessant, ein Kooperationsmodus, in dem beide Figuren ihre Fähigkeiten kombinieren müssen.
Im alten Rom ging es hart zur Sache. Genau das zeigt Shadow of Rome, ein actiongeladenes Abenteuer aus dem Hause Capcom. Um seinen Vater zu retten, der beschuldigt wird, Julius Caesar ermordet zu haben, muss der junge Soldat Agrippa zum besten Gladiator von Rom werden. Die Schlachten in der Arena zeigt das Spiel dabei knallhart und blutig. In von links nach rechts scrollenden Levels schlägt sich Titelheld Beautiful Joe mit allerhand Gegnern herum. Dabei kann er auf seine Superkräfte zurückgreifen, um die Angreifer unschädlich zu machen. Für das comichafte Spiel zeichnet Capcom verantwortlich. Def Jam bringt Fight Club-Atmosphäre ins Ghetto. Das betont lässig gestylte Beat'em-up lässt den Spieler in die Rolle eines Aushilfsgangsters schlüpfen, der für seinen Boss den Thron im Ghetto erkämpft. In den Arenen trifft man auf Gegner wie Busta Rhymes, Carmen Electra, Ice-T oder Snoop Dogg, die nun mit Kombos und fiesen Tricks auszuschalten sind. Wrestling gehört in Hallen? Falsch. In Backyard Wrestling dürfen Sie Ihre Kämpfe in der Nachbarschaft austragen. Mit Tritten, Schlägen, Würfen und Spezialattacken rücken Sie Ihren Widersachern zu Leibe. Einst ein großgewachsener, strahlender Held, nun ein Monster. In Altered Beast ist Verwandlung Thema Nummer 1. Ob als Werwolf, als Minotaurus oder als Phönix, stets muss man einer großen Schar anderer Monster Paroli bieten. In diesem sehr schnellen Actionspiel bieten nur die sinnlos blutigen Zwischensequenzen eine gelegentliche Atempause. Ein sehr erwachsenes Beat'em-up hat Bandai mit Cowboy Bebop gezeigt. In einem düsteren japanischen Comic-Look kämpft sich der Spieler durch ein ungemütliches Tokio. Die umfangreiche Hintergrundgeschichte wird hingegen im Manga-Stil erzählt. Digimon will nicht sterben. Noch Jahre nach dem Höhepunkt der Serie wird Bandai ein Actionspiel veröffentlichen, in dem die Kleintiere miteinander kämpfen. Mit dem Image des Freund und Helfers nehmen es die Charaktere aus Acclaims Neuankündigung Emergency Mayhem nicht ganz so genau.
um ihre Polizeiautos, Feuerwehrtrucks oder Krankenwagen rechtzeitig an aktuelle Unfallorte zu befördern, verursachen sie gern selbst einiges Tohuwabohu auf den Straßen. Einmal vor Ort bekämpft man in 70 Minispielen zum Beispiel Brände oder nimmt Organtransplantationen vor. Nach Belieben sogar im Mehrspielerwettbewerb. Das Spiel zum Film Fight Club gibt Ihnen die Möglichkeit, sich nach Herzenslust zu prügeln. Zu diesem Zweck dürfen Sie sogar die Rollen der Filmcharaktere übernehmen, um Ihre Gegner in die Schranken zu weisen. Schon in den Vorgängern fliegen Sie bei Gradius 5 durch eine scrollende Umgebung und schießen auf allerhand Gegner, die Ihnen begegnen. 7 Abschnitte müssen Sie meistern, um das Spielziel zu erreichen. Ein schnelles und sehr unterhaltsames Beat'em-up zeigte Bandai mit Gundam Seed. Bis zu 4 Mechs bekämpfen sich in den großen Arenen mit japanischen Kampfsportkünsten und leichten Waffen. Mit der einfachen Bedienung ist Gundam Seed vor allem für Einsteiger interessant. Phantom Crash 2050 lässt die Spieler in gewaltigen Kampfkolossen gegeneinander antreten, und zwar online. Mit über 1 Million möglicher Mech-Konfigurationen kann jeder sein ganz individuelles Gefährt erstellen. Auf akrobatische Art und Weise werden Sie Ihren Gegnern in Red Ninja zusetzen dürfen. Als zierliche Asiatin wehren Sie sich gegen fiese Kerle und praktizieren dabei Kampfkunst auf hohem Niveau. In Turtles 2 können bis zu 4 Spieler für das Gute kämpfen. Dank neuer Angriffstechniken kämpfen sich die wehrhaften Schildkröten dabei von Level zu Level und weisen diverse Gegner in die Schranken.
Im futuristischen Comic-Universum von The Red Star mischen sich Hightech-Action und Zauberei unter russischer Flagge. Im Rahmen der spannenden Story steuert man drei unterschiedliche Charaktere und liefert sich effektgeladene Kämpfe. X-Men Legends lässt sie in die Rolle der beliebten X-Men-Mutanten schlüpfen. Mehr als ein Dutzend der Superhelden stehen zur Verfügung. Jeder von ihnen mit ganz eigenen Fähigkeiten und einem individuellen Kampfstil. Vier von diesen führen sie in Echtzeit in die Schlacht gegen das Böse. Also hier sieht es fast so aus wie bei mir zu Hause in der Küche. Glücklicherweise gibt es hier was Cooles, und zwar Silent Hill 4, das wir uns genau angeschaut haben. Sicher nichts für schwache Nerven. Auch auf der E3 lehrte Silent Hill die Spieler das Fürchten. Im vierten Teil der Reihe ist der Hauptcharakter nicht einmal in seinen eigenen vier Wänden sicher. Henry Townsend ist in seinem eigenen verfluchten Apartment gefangen und wird von dunklen Mächten bedroht. In den finsteren Räumen gilt es, monströse Kreaturen zu bezwingen. Dabei kommt ein ganzes Arsenal an Waffen und Gerätschaften zum Einsatz, von der Axt bis zur Schusswaffe. Rohe Gewalt hilft aber nicht in jeder Situation weiter, oft ist Köpfchen gefragt. Viele, zum Teil makabre Rätsel wollen gelöst werden, um Stück für Stück voranzukommen. Gänsehaut scheint bei der Suche nach einem Ausweg aus diesem Albtraum garantiert. Was auf den ersten Blick aussieht wie der Auftakt des nächsten James-Bond-Titels, ist natürlich Teil eines neuen Trailers zu Konamis drittem Metal Gear Solid-Spiel. In Snake Eater müssen Fans nicht nur mit zahlreichen Feinden fertig werden, sondern vielmehr lernen, im Dschungel zu überleben.
Dabei kommt es nicht nur darauf an, immer die richtige Tarnfarbe zu tragen, sondern auch dafür zu sorgen, dass man immer genug zu essen hat. Snakes selbst angelegte Vorratskammer besteht aus gefangenen Tieren und allerlei Pflanzen und Pilzen, die er natürlich an sich selbst ausprobieren muss. Wie schon in den Vorgängerspielen kommt es auch beim neuen Metal Gear Solid wieder darauf an, möglichst nicht gesehen zu werden und Gegner unbemerkt auszuschalten. Sollte sich eine größere Auseinandersetzung nicht verhindern lassen, ist dies aber auch kein Beinbruch, denn Snake kann sich dank einer stattlichen Anzahl von Nah- und Fernwaffen durchaus zur Wehr setzen. Wie Konami bekannt gab, soll Snake Eater noch im Winter dieses Jahres erscheinen. Select food, that's where you have all the all your daily catching. And you can, you know, spin the snake. Eat. Just it mice like
Die Saga um den orientalischen Prinzen geht weiter. Mit Prince of Persia 2 stellte Ubisoft den Nachfolger zum actiongeladenen Wüstenepos vor. Neben der märchenhaften Hintergrundgeschichte besticht der Titel vor allem durch spektakuläre Kampfszenen. Im Vergleich zum Vorgänger sollen diese, genau wie der ganze Look des Titels, wesentlich erwachsener werden. Das neue Kampfsystem gibt dem Spieler die Freiheit, einen individuellen Kampfstil zu entwickeln und die Umgebung in die Gefechte mit einzubeziehen. Außerdem stehen dem Wüstensohn auch Distanzwaffen zur Verfügung. Der sogenannte Sand der Zeit, mit dessen Hilfe kurze Rückblenden möglich werden, kann im Kampf mit verschiedenen Attacken kombiniert werden, um so besonders durchschlagende Angriffe auszulösen. All diese Fertigkeiten wird der inzwischen reifere und kampfeslustigere Prinz auch brauchen, um den neuen Herausforderungen zu begegnen. In der Unterwelt einer verfluchten Insel trifft er auf mächtige und ziemlich fiese Monster, unter anderem auf Zombies. Die Rettung und die Zerstörung von Mittelerde. Das sind die Optionen, die man im Electronic Arts Herr der Ringe Rollenspiel hat. Das an die drei Kinofilme angelehnte Spiel gestattet große Freiheiten, ist allerdings sehr kampforientiert und beeindruckt im Augenblick vor allem mit seiner Grafik. Denn inhaltlich steht außer den Schauplätzen Osgiliath, Helms Klamm und den Minen von Moria noch nicht viel fest. Zu den beeindruckendsten Titeln am Sony-Stand gehörte unbestreitbar God of War. Das atmosphärische Actionspiel um den Berserker Kratos glänzte mit atemberaubender Grafik in superfeiner Auflösung. Das Szenario erinnert etwas an Prince of Persia. Allerdings geht es hier etwas martialischer zu. Trotzdem scheint der Titel spielerisch nicht im stumpfen Gehäcksel zu versumpfen. Die effektgeladenen Gefechte stehen zwar eindeutig im Vordergrund, doch dazwischen muss man auch Fallen überwinden und Objekte manipulieren. Ein heißer Tipp für Action-Adventure-Fans.
Der dritte Teil der Devil May Cry-Reihe orientiert sich stark am ersten Teil. Es soll wieder zum ursprünglichen Spielgefühl zurückgefunden werden, das die Fans besonders gemocht haben. Zeitlich ist Devil May Cry 3 sogar noch vor dem ersten Spiel angesetzt. Praktisch wird die Vorgeschichte erzählt und die Entwicklung des Hauptcharakters dargestellt. Spielerisch gibt es einige Neuerungen. So kann man beispielsweise vor jedem Level auswählen, mit welcher Spezialisierung man spielen möchte. Entscheidet man sich für den Schwertmeister, darf man besonders effektive Nahkampfangriffe ausführen. Als Fernkampfexperte ist man besonders geschickt im Umgang mit Pistolen. Daneben gibt es noch weitere Möglichkeiten, die zum Teil erst freigespielt werden müssen. Laut Capcom werden all jene, die den ersten Teil mochten, den dritten lieben. Atari zeigte ihr neues Projekt Driver 3 mit einem riesigen Fuhrpark, vom Kleinwagen über Sportflitzer bis hin zum Sattelschlepper, darf der Spieler verschiedene Städte unsicher machen. Der Titel soll ein realistisches Schadensmodell bieten und auch über einige Passagen verfügen, die zu Fuß bewältigt werden. Jack und Dexter machen mobil. In ihrem dritten Abenteuer besteigen die beiden Helden 8 neue Fahrgeräte. Außerdem dürfen sie etliche neue Waffen ausprobieren. Die Zeit der kinderfreundlichen Faustkämpfe scheint endgültig vorbei. Über 65 Missionen und Minispiele dürften die beiden Helden ausgiebig beschäftigen, zumal sie eine Wüstenwelt von riesigen Ausmaßen erkunden müssen. Damit der rote Faden nicht im Sand verloren geht, sollen sämtliche Aufträge direkt mit der Story verbunden sein. Nur einen kurzen Auftritt hatte das Horror-Action-Spiel Dead Rush auf der E3. Die Gestaltung des Messestandes deutet an, um was es gehen wird. In einer amerikanischen Großstadt sind Monster los und sorgen für Grauen, das dem Spieler durch mehr oder weniger subtile Andeutungen in Fernsehberichten vermittelt wird.
Sly Raccoon ist zurück und er hat seine Kumpane Bentley und Murray im Schlepptau. Bei ihren neuen Coups müssen die drei Langfinger viel Zehenspitzeneinsatz beweisen, sich verkleiden und Sicherheitssysteme umgehen. Im liebenswerten Cell-Shading-Look stellt das humorvolle Action-Adventure eine willkommene Abwechslung zu Splinter Cell und Co. dar. Wer Schleich-Action nicht ganz so bierernst nimmt, darf sich auf fantasievolle Levels und witzige, cool animierte Tiercharaktere freuen. Dabei darf man während der über 80 Missionen die individuellen Fähigkeiten seiner drei Helden steigern. Das Lizenzspiel zum Film Spider-Man 2 kommt von Activision. In der Rolle des berühmten Superhelden gilt es, das Verbrechen in Manhattan zu bekämpfen. Zu diesem Zweck kann der Spieler Wolkenkratzer erklimmen, springen und sich wie im Film mit seinen Netzen durch die Straßenschluchten schwingen. Natürlich ist man nicht wehrlos, auch in Bezug auf Kampftechniken hat der Held des Spiels einiges zu bieten. Und das ist auch dringend notwendig, um gegen die zuhauf auftretenden Schurken zu bestehen und die Stadt von Kriminellen zu säubern. Eine auf dem Film basierende Storyline führt durch das Spiel und erzählt die eigentliche Hintergrundgeschichte. Der Spieler muss sich aber nicht unbedingt daran halten, denn neben dem eigentlichen Handlungsstrang gibt es noch unzählige Nebenmissionen, mit denen man sich beschäftigen kann. Bei diesen trifft man des Öfteren auch auf Superschurken des Marvel-Universums, was vor allem Comic-Fans große Freude bereiten wird. This may come as a shock to you. Auf der E3 waren sie schon fleißig im Einsatz. Die Kollegen des Seifenfilterhelden Gabe Logan. Mit selbst gebastelten Charakteren ziehen sie hier on- oder offline in den Kampf gegen das tödliche Omega-Virus. Bis zu 4 Spieler schließen sich zum Team zusammen, um dem Terror gemeinsam die Stirn zu bieten. Blizzards Shooter-Ausflug ins StarCraft-Universum dürfte allen Fans das Herz höher schlagen lassen. Denn StarCraft Ghost sieht wirklich gut aus. In der Rolle der Heldin Nova können sie endlich selbst gegen Zerg und Protoss antreten. Dazu stehen ihnen neben ihren Waffen auch allerhand Psi-Kräfte zur Verfügung. Sichtverbesserung und Geschwindigkeitsboost sind nur 2 Beispiele für ihre Fähigkeiten. Die unkomplizierte Steuerung tut ein Übriges, sodass das Spiel einen wirklich überzeugenden
folgenden Eindruck hinterlässt. In dem Action-Adventure Catwoman schlüpft man in die Rolle von Halle Berry, der Hauptperson in Warners Kinofilm Catwoman. Mit der geschmeidigen Eleganz einer Katze bewegt sich Catwoman über Häuserdächer und kämpft mit ihren zahlreichen Gegnern, die verhindern wollen, dass sich die hübsche Dame an ihre Vergangenheit erinnert. Als gestrandeter Fallschirmjäger arbeitet man sich bei Combat Elite durch das von Nazis besetzte Europa. Das Ziel? Verhindern, dass Deutschland in den Besitz von Atombomben gelangt und damit das Schicksal der freien Welt besiegelt. Auf diese Mission können sich auch zwei Spieler im Kooperationsmodus zusammenschließen. Große Haie, kleine Fische heißt DreamWorks Antwort auf Pixars Disney-Film Findet Nemo. Als Oscar, einem Fisch mit schnellem Mundwerk, wird man zum Helden wider Willen, als man den leichten Weg zu Ruhm und Reichtum sucht. Mehr als 25 Missionen spielen an den Schauplätzen des Films und an eigens für das Spiel kreierten Locations. Zauberlehrling Harry ließ sich natürlich auch nicht lumpen und schwang am Stand von Electronic Arts fleißig den Zauberstab. Im dritten Abenteuer der Serie dürfen sie neben Harry auch dessen Freunde Hermine und Ron steuern. Außerdem gibt's eine Reihe neuer Mehrspieler-Modi. Das Action-Adventure Headhunter Redemption ist eine sehr düstere Version seines Vorgängers. Wieder einmal wird man sich in einer recht leeren Landschaft mit skurrilen Gestalten unterhalten, logische Rätsel lösen und versuchen, sich in der auf coole Weise schmutzig gestalteten Welt zurechtzufinden. In Konamis Spiel zum angekündigten King Arthur-Film wird der Spieler 5 Charaktere steuern können, darunter Arthur selbst und Lancelot. Aufwendig gestaltete Kämpfe zu Fuß und zu Pferde werden das Spiel ausmachen. Außerdem wird, laut Konami, viel Wert auf die Hintergrundgeschichte gelegt.
In A Hero's Tale bekommt der liebenswerte Drache Spyro wieder etwas mehr Features spendiert als im etwas uninspirierten Vorgänger. So darf er zahlreiche Superattacken und Power-Ups einsetzen oder befreundete Charaktere wie Sergeant Bird oder Maulwurf Blinky ins Spiel einwechseln. Eine wirklich unglaubliche Familie entert Ende des Jahres die Kinoleinwände. Die Hauptfiguren des neuen Pixar-Films The Incredibles besitzen allesamt Superkräfte und betrachten die Rettung der Welt als Ehrensache. Im Spiel zum Film besteht der Clan actionreiche Kämpfe und löst knifflige Rätsel. In die Eiswüste geht es bei The Polar Express, dem Begleitadventure zum kommenden Fantasyfilm mit Tom Hanks. Der Titel macht weder in technischer noch in spielerischer Hinsicht eine recht spannende Figur und wird wohl nur jüngere Fans des Kinofilms ansprechen. Wir sind hier am Stand bei Square Enix, wo wir einen ausführlichen Blick auf Final Fantasy XII werfen durften. An einem Stand kommen Rollenspielfans auf der E3 nicht vorbei: Square Enix. Am meisten Rummel gab es dieses Jahr natürlich um Final Fantasy XII, das in der englischsprachigen Version zum Anspielen bereitstand. Obwohl die Spielwelt einen sonnigeren Touch hat, erinnern gerade die Videosequenzen recht stark an Final Fantasy X. Die in Echtzeit berechneten Storysequenzen sind gewohnt filmreif inszeniert. Die Animationen der Figuren butterweich und eine Prise erotischer Spannung darf auch nicht fehlen. Die Kämpfe allerdings verlaufen deutlich dynamischer als im 10. Teil der Serie. Schon das Interface ist relativ poppig aufgemacht. Gegner fallen nun endlich nicht mehr aus dem Nichts vom Himmel, sondern bewegen sich sichtbar durch die Umgebungen. Außerdem gehen die Kämpfer stärker auf Körperkontakt und sammeln relativ flott wieder Kraft zum nächsten Hieb, so dass die Schlachten fast wie Echtzeitkämpfe wirken. Bei Champions Return to Arms handelt es sich um den Nachfolger zu Champions of Norrath, das vor kurzem die Rollenspielergemeinde begeisterte. Freunde des Genres dürfen sich auf viele neue Missionen und Charaktere freuen, ganz zu schweigen von der genialen Optik, von der wir uns schon bei der Präsentation am E3-Stand kaum losreißen konnten.
Der Held des Spiels Suikoden 4 ist ein junger Ritter, der eine mysteriöse Rune trägt. Diese entzieht ihm nach und nach die Lebensenergie. Nun muss er herausfinden, was hinter all dem steckt. Need for Speed Underground 2 konnten wir auf der Messe leider nicht spielen. Dafür gibt es jetzt gleich Highlights wie Enthusia, Gran Turismo 4 und Burnout 3 zu sehen. Viel Spaß! Alle Jahre wieder eines der begehrtesten Spiele der Messe, der aktuelle Gran Turismo-Titel. Teil 4 hatte bekanntlich einen dicken Online-Modus im Schlepptau, der auch vor Ort zum Antesten zur Verfügung stand. Wie man es von der Serie gewohnt ist, ist die Darstellung der Wagen und Strecken auf Spitzenniveau. Das Publikum winkt neuerdings in 3D und die Autos brausen mit adrenalinförderndem Tempo durch die Landschaft. Zu den Schauplätzen der Rennen zählen unter anderem die Amalfiküste, Hongkong und der Nürburgring. Autonarren werden sich über das neue Foto-Feature freuen. Damit darf man Bilder seiner Lieblingskarossen schießen, mit optischen Effekten versehen, zu Diashows zusammenstellen oder ausdrucken. Wenn man 500 Wagen vor den abwechslungsreichen Hintergründen abgelichtet hat, kann man sich mit den Ausdrucken sicher sein Schlafzimmer tapezieren.
Reines Adrenalin wird bei Electronic Arts Rennspiel Burnout 3 freigesetzt. Das sehr schnelle Rennspiel verzichtet auf die üblichen Verkehrsregeln und erfreut den Fahrer mit aggressiven Gegenspielern sowie spektakulären Karambolagen. 9 Rennmodi wie Road Rage, K.O.-Runden und Crash Mode sorgen auf den über 40 Strecken für Spannung. 70 Fahrzeuge aus 12 Klassen decken die komplette Bandbreite vom exotischen Rennwagen bis zum LKW ab. Für besonders schöne Drifts erhält der Spieler ebenso Punkte wie für Unfälle der Gegner, die er verursacht hat. Das Schadensmodell setzt eher auf ein spektakuläres Aussehen als auf eine veränderte Fahrphysik. Kein Wunder, schließlich versteht sich Burnout 3 eher als Actionspiel. Bis zu 16 Spieler können es im sogenannten Party-Crash-Modus krachen lassen, indem sie den Controller weiterreichen. Online können immerhin noch 6 Spieler gegeneinander antreten. Noch authentischer, noch realistischer. Langsam dürfte es für Codemasters schwer werden, sich am laufenden Band selbst zu übertreffen. Für Colin McRae Rally 5 hat man noch einmal den Detailreichtum und das Schadensmodell der Wagen überarbeitet. Trotzdem dürfte der Titel in optischer Hinsicht gegenüber der ehrgeizigen Konkurrenz mittlerweile keinen allzu leichten Stand mehr haben. Wirken zum Beispiel die Umgebungstexturen bei hohen Geschwindigkeiten noch sehr scharf? So erscheinen sie bei langsameren Drifts ziemlich verwaschen. Dafür soll die Simulation voll internettauglich werden und Online-Wettbewerbe von bis zu 8 Teilnehmern möglich machen. Für Offline-Spieler steht natürlich auch wieder ein umfangreiches Angebot zur Wahl, samt Karrieremodus und über 300 Wertungsprüfungen. Thank you.
Bis auf diesen Trailer existiert kein weiteres Material zur Rennspielhoffnung des nächsten Jahres. Immerhin versprechen die Entwickler von Electronic Arts eine umfangreichere Story, eine größere Auswahl an Fahrzeugen und eine frei befahrbare Stadt. Dass erneut nach Herzenslust an schicken PS-Schleudern herumgeschraubt werden soll, versteht sich von selbst. Mit Juiced kommt ein neues Spiel für alle The Fast and the Furious-Fans in die Läden. Im Gegensatz zu den bisher bekannten Rennspielen, die sich mit der Untergrundszene befassen, müssen sie hier ein eigenes Team von Fahrern managen und sogar eigene Rennen ausrichten. Nicht nur fahrerisches Geschick ist notwendig, man sollte auch die finanziellen und organisatorischen Belange im Griff haben, um zum Meister der Straßenrennen zu werden. Konamis Rennsimulation Enthusia soll nicht nur gut aussehen, sondern mit einem realistischen Fahrgefühl punkten. Eine Besonderheit ist das sogenannte Virtual Gravity System, das die auf den Wagen wirkenden G-Kräfte optisch darstellt. Tunen, Rennen fahren und Respekt ernten. Das ist das Motto von Street Racing Syndicate. Mit einem realistischen Schadensmodell und aufmerksamer Polizei soll das Spiel neue Maßstäbe im Bereich der illegalen Straßenrennen setzen. Im dritten Teil von ATV Offroad Fury können Sie einmal mehr am Steuer verschiedener Geländebuggys zu schwindelerregenden Höhenflügen ansetzen. Neben einem erweiterten Stuntsystem erwartet Sie ein umfangreicher Online-Modus für bis zu 6 Spieler. Außerdem Minispiele wie ATV Fußball oder Basketball. In Ubisofts Spiel zur TV-Serie Ein Duke kommt selten allein dürfen Sie höchstpersönlich das Steuer des legendären General Lee übernehmen und Boss Hawks Pläne durchkreuzen. Aber natürlich sind auch alle anderen Fahrzeuge aus der Serie vertreten, um Kopf-an-Kopf-Rennen und Destruction-Derbys zu überstehen.
ist eine Mischung Action und Racing. Das heißt, ich habe einen sehr viel Part mit sehr viel, dass ich eben gewinnen muss. Ich habe unterschiedliche Player-Modi, Singleplayer, Time Attack, Gang War, wo ich mit mehreren meiner Gang-Mitglieder versuchen muss, die andere Gang zu eliminieren. Ich kann mit dem Spiel alle möglichen Waffen besorgen, indem ich einfach die irgendwo auf der Spur finde und abnehme. Da gehören Baseballschläger, Maschinen, Pistolen etc. Und eines Hauptfeature von dem Spiel ist an und für sich, in allen anderen Motorradspielen musst du, kannst du die Maschinen kaufen. In diesem Spiel musst du sie dem Gegner abknöpfen. Das heißt, du musst ihn ein paar Mal schlagen, dann kannst du ihm das Motorrad quasi wegnehmen. Das ist mit einer Matrix Bullet Move Animation passieren. Und wenn du dann das Rennen gewinnst, dann gehört das Motorrad dir, mit dem kannst du dann weitere Rennen bestreiten. Skateboarden am Rande der Legalität ist ein weiteres Mal Thema der Tony Hawk-Reihe. Ein leicht veränderter Grafikstil, jede Menge neue Arenen und zahllose Erweiterungen des bekannten Spielprinzips begründen den Versionssprung. Wirklich anders spielt sich Tony Hawk trotz der handgemalten Aufkleber an hohen Wänden aber nicht. Die Neuanschaffung lohnt sich aber allein wegen der freischaltbaren Sportgeräte, wie beispielsweise den motorgetriebenen Segway. Skateboarden am Rande der Legalität ist ein weiteres Mal Thema der Tony Hawk-Reihe. Ein leicht veränderter Grafikstil, jede Menge neuer. Wie jedes Jahr steht auch in diesem Herbst eine Neuauflage von FIFA Football auf dem Programm, inklusive vieler Detailverbesserungen. Neben dem überarbeiteten Karrieremodus fällt vor allem das weiterentwickelte Off-the-Ball-Prinzip auf. Nun kann man noch besser auch diejenigen Spieler über das Feld dirigieren, die nicht den Ball führen. Zwischensequenzen und Kamerafahrten wurden überarbeitet, sodass zusammen mit den neuen Fangesängen noch mehr Stimmung aufkommt als bisher. 350 offizielle Team- und Liga-Lizenzen aus der ganzen Welt, darunter 20 Ligen und 40 Nationalteams, sowie über 12.000 Spielerlizenzen runden das Bild ab. Jedes Jahr steht auch in diesem Herbst eine Neuauflage von FIFA Football auf dem Programm, inklusive vieler Detailverbesserungen. Neben dem überarbeiteten Karrieremodus fällt vor allem das weiterentwickelte Off-the-Ball-Prinzip auf. Nun kann man noch besser auch diejenigen Spieler über das Feld dirigieren, die nicht den Ball führen. Rocky Legends spielt in der Zeit vor der berühmten Boxfilmreihe. Der Spieler wählt einen der Charaktere der Filme aus. Zur Wahl steht unter anderem Rocky Balboa und Ivan Drago. Mit diesen kämpft er sich durch die Amateurligen bis in die Profiriege des Boxsports und begründet somit den Ruhm der Filmhelden.
Sony im Olympiafieber. Bei Athens 2004 können sich auch weniger sportliche Naturen per Daumenakrobatik eine Medaille im Gewichtheben, Bogenschießen oder Turnen verdienen. Ist in einer der 25 Kategorien Rhythmusgefühl gefragt, darf man statt des Controllers auch mal die Tanzmatte anstöpseln. Tiger Woods 2005 bietet vor allem Bastelspaß. Dank des Platz- und Spieler-Editors verwirklichen sich angehende Designer. Bildschirmsportler erfreuen sich am neuen Putt- und Chip-System. EA's Football-Simulation macht in dieser Saison vor allem neben dem Platz Laune. Modifizierbare Fan-Outfits und ein Story-Modus, der mittels Radiostationen, Zeitungen und E-Mails den Ablauf einer Saison kommentiert, begleiten das spielerisch vor allem in der Defense verbesserte Madden NFL 2005. Die Basketball-Simulation NBA Live 2005 wurde in diesem Jahr nur sehr behutsam überarbeitet. Verfeinerte Animationen, zum Beispiel bei Dunks, Alley-Oops und Jumpshots, bieten vor allem dem Auge Neues. Dank der genaueren Ballkontrolle sind besonders in der Verteidigung auch dezente spielerische Verbesserungen zu erwarten. Im 13. Jahr von Electronic Arts NHL-Serie wartet die Eishockey-Simulation mit einer echten Neuerung auf. Open Ice Control gestattet es auf Knopfdruck, jeden beliebigen Spieler zu steuern, One-Timer auszuführen oder zusätzliche Verteidiger zur Unterstützung anzufordern. Dank der überarbeiteten KI kopiert NHL 2005 darüber hinaus das Verhalten der wichtigsten Liga-Cracks. So wie Electronic Arts regelmäßig die Sportspielecke aktualisiert, so legt auch Sony dieses Jahr wieder nach mit der 2005er-Version von NHL Face Off. Wer die Entwicklung der Eishockeybranche wohl schon so weit voraussehen kann? Aussehen tut der Titel jedenfalls schon mal recht ordentlich. Bei ESPN College Hoops handelt es sich um eine sehr einfach zu steuernde Basketball-Simulation. Allzu große taktische Fähigkeiten sind nicht notwendig, um in diesem Spiel zu bestehen. Dafür sind aber ausgesprochen schnelle Reaktionen notwendig.
Die Basketball-Simulation NBA Live 2005 wurde in diesem Jahr nur sehr behutsam überarbeitet. Verfeinerte Animationen, zum Beispiel bei Dunks, Alley-Oops und Jumpshots, bieten vor allem dem Auge Neues. Dank der genaueren Ballkontrolle sind besonders in der Verteidigung auch dezente spielerische Verbesserungen zu erwarten. Wollten Sie schon immer ein berühmter Filmemacher werden? In The Movies dürfen Sie das ausleben. Sie bauen Ihr Studio auf, kümmern sich um Stars, Crews und drehen Filme. Für letztere entwerfen Sie selbst das Drehbuch, wählen die Kameraeinstellungen und schneiden selbst. Das Ergebnis können Sie sogar ins Internet stellen, wo regelrechte Oscar-Verleihungen stattfinden sollen. Die Sims ist das erfolgreichste PC-Spiel aller Zeiten und erscheint nun in etwas abgewandelter Form endlich auch für Konsolen. Electronic Arts hat das Vorbild aus eigenem Hause mit echten Spielzielen angereichert. Zum Beispiel müssen sie einen bestimmten Ruf erreichen. Außerdem erteilen sie ihren Erbs, so heißen die Spielfiguren, selbst am Arbeitsplatz noch Anweisungen. Jungschamane Tak hopst weiter in den Kampf gegen das Böse. Um den bösen Klalok endgültig zu besiegen, muss er 9 neue Spielwelten durchqueren und stärkere Juju-Fähigkeiten erlernen. Wie schon der Vorgänger scheint auch Tak 2 solide Abenteuerkost vorzugsweise für junge Spieler zu bieten. Der wohl älteste Aufreißer der Spielgeschichte wirft erneut die Angel aus. Um zu einer Dating-Show zugelassen zu werden, muss Larry in Magna Cum Laude rund 50 College-Mädels bezirzen. In witzigen Minispielen buhlt der Held unermüdlich um die Gunst der Ladies. Die bösen Nachbarn kommen zurück.
In 14 Episoden in China, Indien und auf einem Kreuzfahrtschiff darf man seinen Nachbarn wieder böse Streiche spielen. Stark verbesserte Grafiken und ein höherer Adventure-Anteil werden dem Gelegenheitsspieler erfreuen. Durchgeknalltes Actionspektakel kann man bei Crash Twinsanity erwarten. Liebenswert verrückte Charaktere und spektakuläre Special Moves werden das Spiel auszeichnen. Für das neue iToy-Spiel Anti-Grav braucht man ein gutes Gleichgewichtsgefühl und ein paar knallbunte Handschuhe. Fuchtelt man mit den Armen vor der Kamera oder wedelt man mit den Hüften, so steuert man mit diesen Bewegungen sein virtuelles Hoverboard.